country is the electro. Rammstein-Fan. In his caravan is the future man. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime. Ja, ich weiß, ich sollte vielleicht mal wieder Mad World weitermachen, aber wie schon das letzte Mal gesagt, Batterien sieht gerade nicht so gut aus. Das, was ich jetzt noch habe, die Batterien, die gehen nach 2-3 Minuten leer und das reicht gerade mal so, um auf den GameCube-Bildschirm zu drücken und auf Start. Also, tut mir leid, ich muss erstmal ein paar Batterien kaufen und dann sehen wir weiter. Okay, stimmt, ich wollte den Plasma-Beam mir holen. Oh, 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 oh. Der Plasma-Beam. Dann wird der sich jetzt geholt. Apropos weiß ich, dass man diese Dinger hier einfrieren kann. Aber hey, was bringt's? Wir sind so eingefroren, dann machen sie halt nichts mehr. Wow. Bockt mich jetzt auch nicht so sehr, als dass ich es machen würde. So, jetzt haben wir hier aber ein paar kleine Abkürzungen. Dann mal den hier erstmal killen. Cool. Und hier können wir jetzt rüber mit dem Grapple-Beam. Praktisch, praktisch. Müssen wir nicht mehr außen rum gehen und verlieren auch keine Energie bei der Lava. Können wir auch hier machen. Können wir jetzt eigentlich hier überall machen. Wenn wir durchs Gift... Ja, super. Natürlich lässt die blöde Kuh los. Ah, Samus. Du alte Nazi-Samus. Okay. Also, Plasma-Beam. Ja, supi-dupi. Das dauert jetzt, bis wir da sind. Wahrscheinlich, vielleicht spur ich das vor. Das sag ich immer wieder, aber kann ich ja eigentlich mal machen. I'm tickled pink, that things are rosy, and skies are blue once again. Let the bygones go bye-bye, no more will I sigh or cry. I'm tickled pink, the moon is yellow, and I'm your fellow tonight. Soon we'll greet that red letter day, when I will pop the question, can you say okay? Say then we'll be married in the month of May. I'm tickled pink that things are rosy and skies are blue once again. Let the bygones go bye-bye. Und es offenbart sich ein Labyrinth, durch das wir... Naja, Labyrinth, mehr oder weniger. Mehr, eigentlich mehr ein Parcours, durch den wir auch durch müssen. Um zum Plasma-Beam zu kommen. Aber ich würde für den Plasma-Beam bis ans Ende der Welt gehen. Er ist mein Ein und Alles. Hier auch wieder nicht übertreiben, weil sonst fahren wir ganz tief runter in die... Fuck. Genau, in die Fuck. In die Lava. In die Fuck-Fa. Wappala. So, hier runterfallen. Hier können wir uns frei bewegen. Das ist toll. Müssen wir nur eher gedrückt halten. Feige Sau. Okay. Hier weiter, weiter, weiter. Und hier müssen wir uns runterfallen lassen. Oh, okay. Oh Gott, oh Gott! Hasse ich euch. Wenn die mich berühren, dann stoßen sie mich weg. Ja genau, krabbel in die Bombe rein. Ganz schlau. Die krabbeln halt in die Bombe rein. Boah, habe ich viel zu sagen gerade, oder? Was müssen wir denn nach dem Plasma-Beam machen? Verdammt. Da unten geht's weiter, okay. Müssen wir runter oder hoch? Hoch. Nach dem Plasma-Beam müssen wir eigentlich in die Pilzbeete. Können wir hin? Jo, und da werde ich dann noch hingehen. In die Pilzbeete, in den... Boah! Ja genau, fall nochmal runter. In den... Phasominen, in die Pilzbeete. Mein eigentlicher Hassort im Spiel. So, jetzt haben wir aber erstmal hier schon den Plasma-Beam geholt. Können wir rote Tür mit aufmachen und das Ding ist höllisch, 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 höllisch stark. Ich mag ihn. Bam! Voll die Welle. Außen sieht das Ding geil aus, wenn es schießt. Hat zwar nicht so die Reichweite, aber hey, wenn man von hier aus darüber schießen kann. Moment, jetzt treffe ich. Das reicht von der Reichweite her, das reicht einfach. So, Talon-Oberwelt? Nein, da müssen wir nach rechts. Hier sind nämlich
Ah, jetzt bist du von... Was? Verdammt. Ah, Mann. Doch, da gehen wir mal. Gehen wir mal dahin. Weil da finden wir noch einen Energy Tank. Nee, warte. Das machen wir komplett anders. Oder? Oh, wie machen wir das dann? Nee, das machen wir so. Das passt schon. Nur für die brauche ich wieder einen Powerbeam. Die kann man, glaube ich, nicht anders töten. Auf jeden Fall geht's am besten. Also, ihr seht schon, ne? Das Ding ist höllisch stark. Ein Schuss ist so ein Container offen. Was mache ich denn? Falscher Beam. Und hier auch die fliegende Weltraumpiraten. Zack, tot. Och, komm, bleib stehen. 4-5 Schuss, ja. Und Achtung, ist auch cool. Wenn ich einmal treffe, jetzt lasse ich ihn brennen. Brennen. Tot. Also, wenn man damit einmal fliegende Weltraumpiraten trifft, ist eigentlich schon Geschichte. Vorher dann noch ein paar Sekunden und das war's dann. Arme Sau, ey. Aber ich kann da hinten ja auch noch aufmachen. Jetzt mit der Powerbombe. Ich weiß gar nicht mehr, was dahinter ist. Da hinten ist, auf jeden Fall noch ein Transporter, aber ich weiß nicht mehr wohin. Taler Oberwelt, oder? Geh weg. So, stirb. Sterbt doch alle hier. Sterbt doch einfach alle. Ja, leck mich. Wohin führt der hier? Und zwar. Phasomine. Nee. Ich hole mir zuerst den Energy Tank und noch die zwei anderen Upgrades. Ich glaube, ein Missile Container und ein Powerbombenkanister müssten sich noch da befinden. Und ein Energy Tank. Da, wo ich jetzt hin will. In der Eiswiese von dran. Das geht auch recht fix. Das mache ich jetzt schnell. Stirb. Boah. Das Coole ist auch, weil die runterfallen. Die fliegen nicht auf einen zu, wie beim... Oder sie verbrennen gleich. Wie bei... Powerbeam. Und der ist oben und so. Und den Missiles an sich. Beamwechsel. Fröhlicher, munterer Beamwechsel. Okay. Geh auf. Okay. Ach, bauen wir jetzt... ja, machen wir einen Schnitt. Komm. Haben wir schon 11 Minuten. Obwohl... Nee, komm. Die Zeit für... Ach, ist doch egal. Die Zeit für mal raus. Ich muss ja nicht immer bei einer Speicherstation einen Schnitt machen. Außerdem wollte ich eh die paar Sekunden... Die paar Minuten am Anfang vorspulen. Weil die ziemlich langweilig waren. Ich schwitze hier ein bisschen. Die Heizung ist ein bisschen hoch. Das soll euch nicht stören. Okay. Und zwar kriegen wir hier gleich unseren Energy Tank. Juhu! Ist das der vorletzte? Ja. Ach, warte mal. Da kann ich... Oh Gott, ich kann ja noch viel mehr hier holen. Jetzt. Mit dem Plasma Beam. Och, wie awesome. Du bist schon Geschichte. Und zwar, wenn ich nach rechts hier... Ach, ich blöd, Mann. Natürlich, hier ist da noch sau viel. Hier ist sowieso noch ein Sagan. Ein Artefakt. Na komm, lauf. Scheiße, lass mich durch. Gotti. Nein, nicht da lang. Da will ich nicht lang. Da ist böse. Und du stirbst. So. Ey. Ach, ich hab's eingesammelt. Da lang? Ja, da lang. Müsste es eigentlich sein. Ich darf trotzdem mal ein bisschen auf die Zeit achten. Ich glaube, so ungefähr 17 Minuten kann ich aufnehmen. Weil die ersten paar, wie gesagt, vorgespult waren. Ey! Oh! Der krepiert ganz langsam. Hä? Bist du tot? Bist du tot? Ja, bist du tot. Ach, leck mich. Komm. Krepier halt nicht. So. Hier nämlich auch noch. Kann sich auch noch was holen. Dächtig. Boah, jeder Schuss ein Treffer. Ja, wir kommen darüber. Und ist da was? Das ist jetzt die große Frage. Und wenn ja, was? Irgendwie nicht viel, ne? Wattafuck. Was zum Teufel? Okay, hier ist scheinbar doch nichts. Also hier ist nichts. Das ist verarsche pur gewesen gerade vom Spiel. Haben noch ein paar Minuten.
Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Na also. Wieso muss das auch so lang sein? Dann kommen wir hier raus. Okay. Ah, ja. Seht ihr. Aua. Da kommt man nämlich vorher nicht hoch. Ohne den Grapple Beam. Und da werden wir jetzt uns mal dran machen, ein bisschen weiter hochzukommen. Okay. Wie? Wie denn? Achso, da. Okay. Gut, müssen wir uns von Punkt zu Punkt schwingen. Übrigens, die Punkte kann man ja auch noch scannen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Jetzt aber den Beam haben. So. Und hier? Nein. Da nicht, weiter oben. Ich glaube hinter dem Felsen. Ich glaube hinter dem. Ja, ist eine Tür. Durch die wir mit dem... Sollten wir eigentlich... Ah, okay, dann wieder Powerbombe. Weil ich jetzt geholfen, wenn ich keine mehr gehabt hätte. Oh, lol. Plastikbeam versiegelte Tür, die sind selten. Nichts zum Scannen. Ey, warte mal. Shooter, what the fuck? Ja, toll. Weiß ich selber. Okay, noch eins. Wir sind auf Artefaktejagd. Cool. Okay. Dann gehen wir hier noch ein bisschen weiter, weil es kann ja... Da oben ist bestimmt noch irgendwas. Wenn hier schon so ein Scheißding rumfliegt. Warte mal, da kommen wir doch. Ja, komm. Ja, wunderbar. Da hinten. Was ist da? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ein Tunnel. Okay. Wo führt er uns hin? Powerbomben-Upgrade. Container. Juhu! Kommt nichts zum Scannen. Okay. Zumindest kein Eintrag ins Logbuch. So, jetzt sind wir schon eigentlich überschritten. Aber ich mache noch... Ich weiß nicht wie lang. 17 Minuten, sag ich mal. Nehme ich auf und... Das bisschen Vorgespule, das müsste es ausgleichen. So, dann gehen wir mal unten lang. Da kommen wir nämlich zur... Ja... Zum Gravitationssee müssen wir dann noch eigentlich... Ja, das ist der Gravitationssee. Da gibt es nämlich auch noch was. Und insgesamt auf dem Weg dahin in der Jägergrotte. Klingt wie ein Lokal. Müsste da noch was geben. Da jemand hat gesagt, die kann ich einfrieren. Ja, vielen Dank für den... Ja, super, aber auch nur, wenn sie aufgehen. Da kann ich mir einen aufgeladenen Powerbeam auch drauf schießen. Das bringt es genauso. Oder jetzt mit dem Plasma-Beam. Stirb. So... Ja, da müssen wir uns einrollen. Okay, da ist nämlich ein Gebilde aus Eiszapfen. Oh Gott, nervt ihr! Ihr nervt! Wieso müsst ihr auch überall sein? Denkt ihr, das Universum gehört euch oder was? Ne, warte mal. Hier war das nicht das Gebilde mit den Eiszapfen. Aber immerhin ist hier ein Grapple Beam. Ein Anhaltspunkt, ein Punkt für den Grapple Beam. Und wo führt das? Ah, das führt wieder zurück. Okay, dann müsst... Ne, das brauchen wir nicht. Die Tür brauchen wir nicht. Wow, wo führt die hin? Alter! Aber das Ding hier kann man anschießen. Glaube ich. Hä? Das geht noch immer irgendwie. War das... Nee, vergesst es. Das war woanders. Hä, wo war denn das dann? Es war irgendwie so einen großen Raum wie hier, wo so ein Vieh rum... Oh Gott, okay, gut, wir machen einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal, Leute. The game must go on.